So, Mahlzeit, Freunde. Wir werden jetzt nochmal diese Lampengeschichte testen. Denn ich kann da immer noch keinen großartigen Unterschied erkennen. Darum werden wir die Lampe jetzt mal im Standard-Turbo und im taktischen Turbo-Modus ausprobieren. Und ich werde das aber nicht filmen, weil das ist ja immer so eine Geschichte, sondern ich werde zwei Fotos machen mit fixen Einstellungen der Kamera. Ich werde eine feste ISO, eine feste Blende nehmen, dass beide Fotos identisch sind. Und dann habe ich ja einmal hier den, ja, ich bin jetzt also im taktischen Turbo. Das sollen jetzt die, denn wenn ich ganz durchdrücke, kommt das Strobe. Also taktischer Turbo. Und wenn ich im Strobe bin und ich einmal klicke, komme ich in den Standard-Turbo, der weniger sein soll, ne, wenn man es festklickt. So interpretiere ich die Bedienungsanleitung. Außerdem soll man per Doppelklick dann auch in den Turbo kommen. Aber ich sehe da keinen großen Unterschied. So, ich bin jetzt auf jeden Fall im taktischen Modus. Ne? Taktischer Modus, tappen, Turbo, klicken, Strobe. Also taktischer Modus, das muss das ganz starke sein. Wenn ich da aber umschalte in den Standard-Turbo, das können vielleicht Messgeräte erkennen hier zwischen angeblich 1000 und 1500 Lumen. Ich kann es nicht, aber wir werden es jetzt mit zwei Fotos versuchen nachzustellen, um zu schauen, ob das da einen Unterschied gibt. Also ich mache jetzt mal hier stoppen. Das haben wir hier jetzt dann also hier die, ich habe mal rangezoomt auf 25 mm Kropffaktor. Das sind dann 50 mm Blickwinkel auf eine 4 Meter entfernte Wand. Und mal schauen, ob das hier einen Unterschied gibt. Das ist jetzt der Standard. Wird man es dann nicht so viel sehen. Dann gehen wir in den Strobe. Und das soll dann der na, ihr seht, ich bin im taktischen Modus und das sollen dann die 1500 sein. Ich gehe vom taktischen Modus nochmal in den normalen und das sollen dann 1000 sein. Also ich sehe es nicht, aber ich werde es jetzt fotografieren und werde euch dann natürlich die beiden Bilder gleich hier einblenden und wir schauen mal, ob man vielleicht einen Unterschied wahrnehmen kann. Aber selbst wenn man es dann in Bildern ganz knapp erkennen kann in der Realität, im praktischen Nutzen, ich weiß nicht. Also ich kann keinen Unterschied erkennen. Wir werden es gleich in den Fotos sehen. Also bis gleich und danke. So, da bin ich wieder. Also ich habe jetzt zwei Aufnahmen gemacht bei Micro Four Third auf 25 mm, also 50 mm Blickwinkel, fixe ISO, also voller Manuellmodus, fixe ISO 800, Blende 4,5 und ein 30. Belichtung und habe zwei Aufnahmen gemacht im Turbo-Modus und im Tech-Turbo-Modus, also im Standard-Turbo und im Tech-Turbo-Modus, und auf dem Monitor am Display kann ich einen kleinen Unterschied erkennen. Ich werde jetzt mal die Bilder einblenden und ja, dann kann man diesen Unterschied erkennen, aber erst wenn man zwei Fotos übereinander legt und wenn ich überlege, da sind 500 Lumen dazwischen und ja, weiß nicht, das ist der Turbo im taktischen. Na, man sieht es, Turbo im taktischen. Wenn ich den jetzt ausschalte auf Turbo Standard, ist das der Standard Turbo. 1000, 1500 Lumen. Für mich mit dem bloßen Auge kein Unterschied erkennbar, außer dass der Lampenkopf heiß wird und der Akku leer gesaugt wird. Da muss sich jeder selber seine Gedanken darüber machen. Aber danke an die beiden Kollegen, mit denen wir das hier gerade nochmal durchdiskutiert haben. Finde ich immer wieder cool, was für neue Ideen und Erkenntnisse und Testszenarien durch den Austausch zustande kommt. Okay, dann sage ich danke. Haut rein, Leute. Immer schön Lampe dabei haben in der dunklen Jahreszeit. Ciao, euer Hibili. So, Feierabend für heute. Jetzt erstmal wieder alle Akkus ins Ladegerät packen. Ciao, macht's gut.